Jo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute jetzt mal, wie ihr effektiv die meisten Punkte beim Event machen könnt. Vorher mache ich hier noch drei Kisten auf, die habe ich noch kurz für euch aufgehoben. So, erstmal diese hier. Das ist die Standardtruhe für 500 Gold, die du kaufen kannst. So, jetzt wird es interessant. Mal die große Truhe. Auch nicht wirklich was Besonderes drin. So, das werden wir gleich mal verstauen hier. So, ich habe es halt gern übersichtlich. Meine Kisten sind sehr, ja, wie soll ich sagen, ziemlich kacke, weil ich immer alles reinschieb. Und ich versuche da jetzt ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen. Nur funktioniert das nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. So, Jungs. Wo habe ich die Kiste jetzt hingepackt? Ah, mein Gott. Hier ist sie, okay. Oh, mal gucken, was da drin ist. Okay, fünfmal perfekte Kisten zum Reparieren. Alles klar, okay. Naja, nicht schlecht. So, ich packe die Waffen jetzt noch rein hier. Und dann gehen wir gleich los zu den Tipps, was ich euch mitgeben möchte. Dass ihr es vielleicht ein bisschen einfach habt. Auch für Freeplay-Gamer geeignet auf jeden Fall. Was ich auch gleich mal dazu sagen möchte, ist bei solchen Events, was wir gerade haben, natürlich, Pay-to-Win-Spieler sind eindeutig im Vorteil. Alleine wegen Premium schon, aber das zeige ich euch jetzt gleich. Ich verschiebe das Ganze jetzt nochmal kurz. So. Also, hier ist mal das ganze Zeug, was du machen kannst. Ich könnte hier zum Beispiel ein paar Waffen schon machen. Da fehlen mir aber ein paar Teile. Für den Werfer reicht es wieder mal nicht. Da fehlen mir noch fünf Teile. Ja, und sonst. Das Übliche halt. Auf jeden Fall zeige ich euch das jetzt. So. Was ihr mal als Freeplay-Spieler braucht, sind diese AKs hier. Sind zwar nicht stark, aber die machen ihren Zweck. Ich nehme hier jetzt mal einfach zwei mit. Bei einem kann ich euch nicht zeigen. Das ist mit den 5000 Punkten in einer halben Stunde. Dafür wäre eigentlich notwendig eine perfekte Waffe. Beziehungsweise, wenn ihr genug Heal habt, könnt ihr auch einen Raketenwerfer nehmen. Aber ich zeige euch das Prinzip, wie es funktionieren würde. Und ihr könnt es dann nachprobieren. Das Wichtige ist, lasst den Rucksack zu Hause, lasst alles zu Hause, was wertvoll ist, weil wenn ihr da verkackt, ist alles weg. Mir ist das gestern passiert, mein Internet ist abgeschmiert, ich hatte Lags und habe den 20er Platz Rucksack verloren. Hat mich richtig angepisst. Aber ich zeige euch das jetzt, wie das funktioniert. Gleich mal vorab weg, ich habe Premium. Aus dem einfachen Grund, weil ich diese Spielklasse finde und den Entwickler gerne unterstützen möchte. Und Premium auch nicht schlecht ist wegen der Energie. Du hast eigentlich so gesehen eine Woche unendlich Energie und kannst rumhüpfen, wie du willst. Aber ich zeige euch jetzt mal als erstes, wie ihr als Free-Spieler die meisten Punkte machen könnt. Ihr geht hier in die Totensenke. So, das ist jetzt Free Player. Das heißt, wenn du jetzt normal Energie hättest, hättest du noch 65 Energie. Mit Premium natürlich geht das alles viel schneller. Da hüpfst du einfach wieder hier zum Beispiel weg und wieder hin und dann ist das wieder neu das Gebiet. Aber ich zeige es euch, wie ich immer die Punkte grinde und wie das ziemlich schnell geht. Also, wenn ihr Free-Spieler seid und kein Premium habt, dann guckt, dass ihr genug Essen habt, damit ihr Energie herstellen könnt oder Energiespender, die du sammeln kannst. Macht das immer genauso wie ich. Ihr lauft hier mal runter entlang und wartet, bis ihr das Auto findet. Das ist jetzt das Auto, ne? So. Ihr lauft jetzt hier schräg runter.
und schießt mit der AK auf den Gegner, läuft ein bisschen weg. Der bekommt immer 225 Schaden die ganze Zeit. Wenn er aufhört, schießt er wieder auf ihn, läuft wieder weg. So, 7 Punkte gleich mal. Er bekommt auch die Zusatzpunkte, weil er die Frostwaffen benutzt. Das macht er bei dem hier auch wieder. So könnt ihr eigentlich am meisten Punkte machen, wenn ihr kein Geld ausgibt und genug Energie habt natürlich. So, wieder 12 Punkte. Das Grundprinzip vom Spiel kommt jetzt erst gleich. Ich beschleunige das jetzt mit einer anderen Waffe, aber ihr könnt das alles mit AK machen. Natürlich vergesst auch nicht was zum Werfen für die Leuchtkäfer. Mit Granaten ist das echt unnötig und Verschwendung. So, auf jeden Fall. Den töten wir hier noch. Ich beschleunige das Ganze jetzt ein bisschen. So, also wenn ihr die alle getötet habt, steht euch nichts mehr im Weg. Ihr nehmt die AK. Und hier ist der Samedi Hugan mit 8000. Auf den schießt ihr. Lauft wieder ein bisschen weg. Er verliert immer 225 Punkte. Er ist verlangsamt. Wenn das weg ist, schießt wieder auf ihn. Und lauft hier einfach rund um das Auto herum. Schießt wieder auf ihn. Lauft rund um das Auto herum. Hier braucht ihr eigentlich so gut wie keinen Healen, wie ihr gesehen habt. Schießt wieder. Lauft hier herum. Das könnt ihr so lange machen, bis er tot ist, ne? Die Waffe braucht, die von den Waffen müsst ihr die eigentlich genug haben. So, der ist jetzt tot. Ihr bekommt 48 Punkte für den Gegner. Jetzt geht ihr wieder raus. Braucht nicht mehr weiter in diesem Territorium weiter grinden. Könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, aber macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn. Ihr geht raus. So, jetzt ist die Frage, habt ihr Premium oder nicht? Wenn ihr Premium habt, hüpft ihr einfach in ein anderes Gebiet und hüpft wieder zurück und macht dasselbe Spiel die ganze Zeit. Wenn ihr kein Premium habt, springt in das verbrannte Land, tötet da den Boss, macht da ein paar Punkte und springt zurück zur Totensenke. Nehmt Nahrung, nehmt Energiespinnen, alles was euch Energie bringt, was nicht zu teuer ist, was schnell zu machen ist, benutzt es und macht das die ganze Zeit. Ihr habt so schnell Punkte zusammen, dass es einfach ihr 129 Punkte allein für einen Run. Und das in der Zeit war nicht viel. So, und jetzt kommen wir zu einem anderen Part. Viele Leute haben schon gesehen, dass man ab und zu Leute in der Gruppe hat, die innerhalb von 2 Stunden über 6000 Punkte machen. Das geht auch ganz einfach. Dazu empfehle ich euch aber ganz ehrlich, meiner Meinung nach, entweder ihr habt genug Heal mit. Eine perfekte Waffe wäre am besten. Das nutzen auch die meisten, die weit so oben sind, mit den 12.000 Punkten oder was. Zum Beispiel, ich habe es auch benutzt, den Kommando-Raketenwerfer. Wenn du den auflädst, dann hast du einen Spezialangriff, der macht dann, glaube ich, 4.500 Schaden und verbrennt die Gegner. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie die Leute das immer machen, dass sie so viele Punkte bekommen. Ihr geht zum vergessenen Totenacker. Ich kann es euch jetzt nur zeigen, wie sie es machen. Ich habe jetzt keine Waffe mit, aber ich zeige euch, wie die das praktizieren. Geht hier rein. Wie gesagt, ihr könnt es mit dem Raketenwerfer probieren. Ich selber habe es noch nicht probiert. Es kann funktionieren, das weiß ich nicht. Aber wenn ihr das macht, nehmt genügend Heal mit und lasst eure wertvollen Sachen weg. So, ihr lauft jetzt einfach durch den Totenacker, sammelt die Gegner hier ein. Ihr braucht eigentlich nichts tun. Ihr braucht nur die Gegner einsammeln, nehmt euch Heal mit. Sammelt die Gegner hier alle ein, lauft hier rum. Vergesst die Rüstung nicht, sonst seid ihr schnell am Arsch. Genau, hier lauft ihr einfach rum, nehmt alle Gegner mit. So, und das Grundprinzip ist eigentlich das gleiche. Wenn ihr jetzt einen Raketenwerfer habt, macht ihr natürlich Flächenschaden, ne? Und ihr sammelt einfach im Prinzip alle Gegner auf hier. Macht hier so einen Kreis rum, dann laufen euch gefühlte 30, 40 Gegner nach und schießt mit dem Raketenwerfer rein. Der ist mit einem Schuss, ist der sofort aufgeladen. Macht die Fähigkeit und alle 30 Gegner sind tot. Ihr bekommt 300 Punkte ungefähr. Und das war's dann eigentlich auch schon. Ihr bekommt 300 Punkte durch solche Aktionen. Wenn ihr jetzt Premium habt zum Beispiel oder genug Energie zum Herstellen und eine perfekte Waffe oder ihr habt einen Raketenwerfer oder irgendwas, nehmt euch auf jeden Fall viel Heal mit und lauft auf jeden Fall immer. Ihr dürft hier nicht stehen bleiben, sonst seid ihr sofort tot.
Das machen Premium-Spieler. Sie nehmen eine perfekte Waffe, laden sie auf, machen alles auf den Haufen zusammen, ballern die Fertigkeit drauf und das sind alle tot. Die bekommen 400 Punkte, springen sie wieder raus und wieder rein und machen dasselbe. Dann machst du ungefähr, wenn du das die ganze eine halbe Stunde machst, hast du eigentlich schon fast 5000 Punkte zusammen. Und das ist das Problem. Ich habe auch schon einige Gruppen gehabt, da sind Chinesen dabei gewesen, die haben da teilweise über 20.000 Punkte und das lohnt sich für mich nicht. Leute, wenn ihr wirklich grinden wollt und auf den oberen Plätzen sein wollt, Platz 2 reicht komplett aus. Aus dem einen Grund, mit Platz 2 könnt ihr euch eine große Truhe kaufen, weil ich, soweit ich weiß, kostet das 40 goldene Kugeln und 70, wenn es mich jetzt nicht täuscht, Neujahrskugeln. Und die bekommt ihr auf Platz 2 locker. Ihr könnt euch eine Einserkiste holen und spart das andere auf das nächste auf. Also Platz 1 ist nicht notwendig, Leute. Natürlich, ihr bekommt 10 mehr, aber das lohnt sich nicht wirklich, wenn ihr mich fragt. Weil Platz 1 meistens immer so viele Punkte hat. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit dem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.